Hallo und herzlich willkommen zu den Gameswelt News. Ich habe mal wieder tolle Nachrichten für euch. Zum einen, ne, da hat jemand bei Far Cry 5 den Anfang von Resident Evil 2 nachgebaut. Dann gibt es neue Screenshots zu Red Dead Redemption 2, zu Zelda Breath of the Wild. Da wird wohl schon am Nachfolger gearbeitet und id Software. Da kommen ein paar neue Features zu Quake Champions auf euch zu. County is our home. Don't let those bastards take it. Far Cry 5 hat ja diesen Level-Editor in diesem Arcade-Modus, ne? Und da hat jetzt jemand etwas gebaut, was echt ziemlich cool ist. Und zwar der Nutzer Zergrex, der hat sich gedacht, Mensch, Capcom, Resident Evil 2, da hat man schon länger nichts mehr von gehört, von diesem Remake. Nun, ich mach's einfach mal selber. Und tatsächlich, da hat jemand in diesem Editor den Anfang von Resident Evil 2 nachgebaut. Die Karte heißt Raccoon City und am Anfang kann man sich entscheiden, ob man mit Claire Redfield spielt oder mit Leon S. Kennedy. Man muss einfach den Ausgang erreichen. Zombies sind am Start. Und das Ganze ändert dann beim Raccoon City Police Department. Da muss man dann hinkommen. Sieht wirklich ganz witzig aus und zeigt einfach, wozu dieser Editor fähig ist. Ne? Muss man halt machen, wenn Capcom keine neuen Infos zum Remake rausrückt. Red Dead Redemption 2. Am 26. Oktober ist es soweit. Dann erscheint das Spiel endlich. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich fand den Trailer ganz cool. Aber wem das noch nicht genug war, der kriegt jetzt eine Ladung neuer Screenshots. Ich glaube, 7 sind es an der Zahl. Da sieht man so ein bisschen mehr die Gang, um die sich alles dreht. Unter anderem auch John Marston in einem Screenshot groß zu sehen. Groß zu sehen, den hat man ja quasi im Vorgänger als Hauptdarsteller gespielt. Ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, am 26. Oktober ist es soweit. Zelda Breath of the Wild ist ja schon ein Weilchen her und da fragt man sich ja schon, wie wird es denn eventuell weitergehen? Nun, Eiji Aonuma von Nintendo hat ja gesagt, er hat ja bereits jede Menge Ideen für eine Fortsetzung und das scheint jetzt tatsächlich alles ein bisschen konkreter zu werden, denn auf der japanischen Nintendo-Webseite wird jetzt tatsächlich ein Level-Designer gesucht, der Dungeons konzipieren, aber auch Feinde, Events und Umgebungen gestalten kann. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommen wird. Eiji Aonuma hat auch schon gesagt, er findet ne, diese offene Welt, das sollte so zum Standard werden von Zelda. Bin ich gern dabei, fand ich ganz, ganz toll und freue mich einfach auf die Sachen, die da kommen werden. Auch wenn ich mir denke, dass es sicherlich noch ein paar Jährchen dauern wird. Id Software arbeitet sicherlich an dem neuen Doom-Spiel, aber sie arbeiten ja auch an Quake Champions, das man bereits über Steam Early Access spielen kann. Und da sollen jetzt zwei neue Features kommen. Zum einen soll da jetzt ein neues Gore-System kommen, das das Spiel noch blutiger macht. Und dann zum anderen In-Game-KI-Bots, also dass man auch gegen Bots spielen kann und mit diesen trainieren kann. Da gibt es sogar ein Entwicklervideo dazu, wo sie auf dieses Feature ein bisschen mehr eingehen, wo sie damit hinwollen. Bots sollen erstmal nur für Deathmatch und Team Deathmatch möglich sein, aber in einer späteren Phase oder zu einem späteren Zeitpunkt dann auch für alle anderen Spielmodi vorhanden sein. Bin gespannt, wie das wird. Quake war damals immer richtig geil. Freue mich drauf, wenn Quake Champions endlich in seiner vollen, fertigen Version draußen ist. Das waren die Gameswelt News für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.